mir ist jetzt der beste Player vom RTV Basel, der Severin Kaiser. Severin Kaiser, was... erste Halbzeit hat gut ausgesehen. Wieso jetzt in der zweiten Halbzeit nicht mehr geklappt? Ja, wir sind schlecht zugerannt. Sicher die zweite Halbzeit, oder? Lindo, ich weiß nicht, wie viele Gegenstöße. Ja, und das in einer kurzen Zeit. Und dann ist bei uns ganz abgeschaltet. Und dann, ja. Wie jedes Auswärtsspiel haben wir bis jetzt eben... Das ist jetzt unsere Stärke. Ja. Du hast es angesprochen, auswärts seid ihr nicht so stark. Daheim schon. Wieso das? Ja, jede Mannschaft ist sicher daheim stärker. Und es ist einfach die Stimmung bei uns daheim. Wir fühlen uns wohl und können dort eben auch wirklich eine gute Stimmung aufbauen. Wie schwierig ist es, ohne Kreisläufer zu spielen? Es ist sicher sehr hart. Es stehen keine Sperren, viel 1-1 und kein Kreisläufer, den man anspielen kann. Ja, das fehlt halt. Merci vielmals. Weiterhin viel Erfolg in dieser Saison. Merci mal. Bei mir ist jetzt noch der beste Player von Wacker Thun, Luca Linder. Luca, was war heute Angst als auswärts in Luzern? Ja, ich denke, ganz klar Deckung. Also, man hat es gesehen, in der zweiten Halbzeit. Wir konnten den Schwung mitnehmen von Ende der ersten Halbzeit, wo wir so ein bisschen Stimmung hatten in der Deckung. Wir hatten ein paar Paraden. Und dann in der zweiten Halbzeit haben wir am Anfang gut können. Dort anschliessen, ich konnte ein paar einfache Goal schiessen über Gegenstöße. Und ja, das hat heute den Unterschied ausgemacht. Erste Halbzeit seid ihr lange noch hinten gewesen. Wieso hat es am Anfang noch nicht gut funktioniert? Ja, ich glaube, wir haben dort ihre Rückraumspieler nicht so in den Griff bekommen. Ich glaube, das Zentrum der Deckung war noch nicht so massiert gewesen. Dort haben wir ein paar doofe Goal bekommen. Über die Mitte, ich glaube, wir haben über das ganze Spiel auch ein oder zwei Flügelabschlüsse. Wahrscheinlich irgendwie nach einem Abprauer. Und eben, das war am Anfang nicht so gut gewesen. Dann haben wir sie in den Griff bekommen. Und ja, dann hat man es gesehen, dann haben sie es halt schwierig, die Basler. Noch eine kurze Frage zum Schluss. Was hat sich auf sich mit dem Jubel von euch? Mit dem Fliegen? Weiss auch nicht. Remi kennt man ja, ist so ein kleiner Lausbub und hat immer nur ein Seich im Kopf. Und ja, das Fakt, das irgendwie ein bisschen zu zelebrieren. Und ich glaube, das gefällt auch den Zuschauern und so. Es gibt eine gute Stimmung auf das Feld und das wollen wir so beibehalten. Merci vielmals, Luca. Weiterhin noch viel Erfolg in dieser Saison. Für euch geht es jetzt weiter, gleich im Anschluss mit dem Damenhandballspiel DHB Rot-Weiss Thun gegen GCA mit Sizia Zürich. Bleibt doch noch dabei. Merci vielmals zum Zuschauen. Schönen Abend.